Yo, herzlich willkommen bei unserer EM-Special-Sendung Swiss Judo Uncut. Heute ganz besonderes Special. Wir haben Bronze gewonnen bei der Europameisterschaft. Nils Stumpe. Salut, Prost zu Nils. Aber bevor wir zu Nils kommen, Ja. komme ich zu meinen Gästen und zu meinen Co-Moderatoren. Wie immer im Gaststudio mit den blauen Kopfhörern ganz rechts. Sven Schucki. Sven, grüße dich, guten Abend. Guten Abend. Hoi, Robert. Und als hätten wir es gewusst, dass Nils heute abräumt, einen der wichtigsten Trainer in Nils Laufbahn auf dem Weg in Leistungssport aus dem Regionalzentrum und später auch Nationalcola-Trainer an. Cool, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo Robert, hallo Sven, ja, danke für die Einladung. Hoi, Ram. So cool. Einstiegsfrage. Bei uns weiß man es, ich bin im Schlafzimmer, Sven in der Küche. Ran, wo bist du? Ich bin auch im Schlafzimmer, hat darum meinen Hintergrund das so ein bisschen verwässert, dass man nicht sieht, was wo umsteht. Und wann musst du heute raus aus dem Podcast? Hast du eine Zeit abgemacht gekriegt? Ja, ist alles gut, ich bin Open End. Okay, also ich habe bis 10 Zeit. Das ist ein Wort. Hey, geiles Thema, oder? Also ich war natürlich auf eine totale Sendung mit dir, waren vorbereitet. Ich hatte meine Fragen, oder? Das ist, ihr seht, der Presszettel ist angeknabbert, so nervös war ich heute. Und jetzt wird es eine ganz andere Sendung. Der Nils hat das Ding gerockt. Ja, Das definitiv. entspricht mir auch voll. Ich glaube, es hat die Athleten, wenn sie so eine gute Leistung machen, aber auch sonst, die Athleten sind immer im Zentrum. Und es ist doch genial, dass man in der Schweiz wieder eine Medaille feiern kann. Und ich sag's einfach nur, nach Platz 7 von der Fabi kam direkt danach Platz 5, jetzt kommt Platz 3, hä? Cyril, jetzt weißt du, was es morgen schlagen hat. Wir interpolieren nach oben. All the pressure Auch der Sigrid hat heute noch Geburtstag. Gratuliere Sigrid. Ja, Cyril, Gratulation. alles Gute. Warum magst du singen? Ich bin kein guter Sänger. Ah, du bist ein Aber schöner Saxophon. du hast vielleicht einen coolen Jingle, den kannst du reinhauen mit dem DJ-Pult. Aber das erste Bild, was wir zeigen, und wir stürzen gleich auf Nils. Ich muss ganz großes Dankeschön an unseren Geschäftsführer im SFV schicken. Ne? Der Samuel hat es nämlich geschafft, einen Screenshot zu schicken von der Medaillenübergabe. Gibt es noch nicht online, gibt es nur bei Samuel auf dem Facebook-Profil. Deine Hingabe zum Judo, die ist unglaublich, und danke, dass wir das Foto jetzt schon einblenden könnten. Und nach dem Medaillenspiegel, nach den Medaillen von Nils, gehen wir direkt auf den Medaillenspiegel. Ihr seht ganz oben Kosovo, Frankreich, Italien. Nils hat eine weitere italienische Medaille verhindert. Und wir scrollen ein bisschen runter. Für uns ist das ganz wichtig, Sven, oder? Was haben wir gesagt? Ja, wir sind vor Deutschland, auch vor Österreich. Und ja, ich weiß nicht, ob das am Simon passt, aber ja, muss er halt noch etwas machen mit seinen Athleten. Ich meine, oder? Wir sind vor Aserbaidschan. Wir sind vor ganz vielen großen Judo-Nationen. Österreich noch ganz oben. Ja, Österreich, Deutschland. Liechtenstein, auch ein Nachbar, wo noch nicht. Aber die haben ja noch nicht gekämpft. Mal schauen, was dort Liechtenstein morgen kann uns wird. morgen noch überholen. Ja. Hast du gecheckt, sind live auf Facebook? Läuft es? Ja, läuft alles. Ah, Einwandfrei. fantastisch. Tipptopp. Wir gucken uns gleich die Kämpfe an. Wenn wir da reingehen, ihr wisst, auf Facebook und Twitch könnt ihr uns live Fragen stellen. Fragen an Ran, Insights, die ihr unbedingt gerne wissen wollt. Ran ist mit Nils um die Welt gereist, oder? Es gibt kaum jemanden außer Sie und seine Eltern, die ihn besser kennen. Von daher haben wir einen Insider. Und wir sind dran, Nils morgen oder nächste Woche in die Sendung zu bekommen und ihn da persönlich auszuquetschen.
Wir steigen ein und wir fangen vorne an. Ihr seht das, wir sind auf der coolen Homepage vom Chef Nils als einer der letzten gestartet gegen Bayram Kandemir. Schon mal was von dem gehört haben? Es ist ein junger Athlet, der ist gerade vor 2 Wochen im Grand Slam von Antalya eigentlich überraschend im Finale gestanden. Also hat sicher der Schwung von dort mitgenommen und ja, es ist sicher ein Gegner, den Nils noch nicht so gut gekannt hat. Hat wahrscheinlich in der Vorbereitung im Lager in Antalya ein paar Mal mit ihm Vorbereitungskampf gemacht, aber Startkämpfe an einer EM, die sind schwierig. Oder? Man will ja möglichst gut in Wettkampf starten. Oder? Und gerade wenn man auch gegen einen jungen Underdog sozusagen antreten muss, ist sicher der Druck eher auf den Schultern vom Nils gelastet. Aber er hat das souverän gelöst und hat von Anfang an den ganzen Kampf eigentlich kontrolliert und souverän durchgezogen. Geht so, oder? Also das war ein guter Start oder nicht gleich ein Top-Start, aber der war nicht zu unterschätzen, wie du sagtest. Ja, genau, also eben Top-Shot. Also ist in einem Grand Slam-Final gewesen, oder? Vor eigenem Publikum in Antalya. Also Publikum ist übertrieben, aber. Aber ist ein Junge, oder? Ist das ganze 20-Jährige, also kommt. Ist noch Junior oder kommt aus den Junioren raus? Ja. Wir gehen gleich mal auf den Ippon. Wir haben noch so viele coole Kämpfe. Genau, vielleicht ist die Entstehungsgeschichte vorher, wenn du ein bisschen zurück scrollst, vielleicht etwa so 20 Sekunden zurück hast. Ja, wir schauen mal. Wo es genau, da fängt es an. Oder? Es sieht eigentlich so aus, dass da gar nichts mehr zu holen ist am Boden. Oder? Und er presst ihn und setzt ihn so fest unter Druck, dass er ihn am Boden behalten kann und so eigentlich Zeit gewinnt, zu dem nachher ganz ruhig können schaffen. Oder? Und das ist schön an der heutigen Regeln und wie sagt Kampfrichter interpretieren, dass wenn sie sehen, dass die Aktion weiterläuft, kommt man auch sehr viel Zeit am Boden über. Und Nils ist ein starker Bodenkämpfer und hat das zu seinem Vorteil können nutzen. Ja, das hat man ja viel gesehen beim Nils. Allgemein, nicht nur jetzt an der EM, auch sonst vorher bei der Grand Slam Grand Prix, dass er ja am Boden permanent dranbleibt. Er hat seine Stärken unter anderem auch dort, eine von vielen Stärken, und er weiß sie sinnvoll einzusetzen. Genau. Und jedem jungen Judoka kann man einfach nur raten, über Bodenkampf. Das ist so ein Killer, oder wenn du da gut bist, da sind schon manche Weltmeister mitgeworden. Ja, das ist sicher ein Vorteil vor allem, wenn du vollständiger Judoka bist, oder? Also du Stand und Boden beherrschst, wenn du Verteidiger und Angreifer hast. Das ist der komplette Judoka. Genau. Wir gehen gleich auf der nächste Kampf gegen den Basile. Wir haben gestern mit dem Serge drüber geredet, oder? Und er meinte, hey, Medaille, gut und schön, oder? Er war sehr ehrlich und einfach auch nachvollziehbar und hat gemeint, hey, die musst du knacken, oder? Die ist nicht so sicher, dass der Nils da durchkommt. Ja, eben, Basile Olympiasieger, zwar bis 66, aber hat auch wieder den Einstieg bis 73 dann sehr gut gefunden. Hat auch gerade vorher noch den Grand Slam in Antalya gefunden. Also die ersten 2 Kämpfe, die Nils hatte, ist sozusagen der Final von Antalya. Ist auch in der Weltrangliste 13., also vor Nils klassiert. Und der Nils hat vorher gegen Basile noch nie gewonnen. Also Head to Head war 0-1 für den Nils. Also für den Basile, genau. Aber er liegt ihm so ein bisschen. Also man hatte immer, er hat
zweimal schon gegen ihn verloren, oder? Immer das Gefühl... Einmal. Aber auch dort hat er schon relativ gut ausgesehen. Der Basile, oder der macht das super Judo. Ist ein guter Judoka. Und der Nils macht gegen Leute, die auch sehr gut Judo machen, auch ein sehr gutes Judo. Mhm. Das kommt ihm eigentlich zugute, oder? Und er ist sicher sehr gut aufgestellt auf den Basile. Also der Basile, wenn er sich lateral bewegt, versucht er immer, seine Gegner ein bisschen fallen locken, dass sie mit ihm den Schritt mitgehen und dass er dann sie wegfegen kann. Also da gibt es wunderschöne Techniken von Basile, wo er die Leute nur so von der Beine fegt. Und man hat gesehen, er hat das initiiert damals, aber der Nils ist nicht darauf eingestiegen und hat das sehr gut gelöst. Unglaublich, oder? Das habe ich so ein bisschen vermisst, diese Schritte von Basile. Bam, bam, bum. Ja, aber da merkt man, dass er extrem auf das abgestellt ist, also der Fabio. Wenn das nicht funktioniert oder wenn ein Gegner hat, der mit dem nicht mitgeht, dann bringt es ihn irgendwie an einen Rand, wo er nicht mehr weiß, was er soll machen. Das zweite Mal in deinem ersten Jahr vorher, oder? Ganz genau, das ist schon der Vorgeschmack von dem, was noch kommt. Oder? Da hat es schon gewackelt, in der Szene vorher. Wir gehen mal direkt in den Wurf. Mein Internet hängt heute irgendwie, aber... vielleicht ist auch gerade jeder bei Nils Kämpfen schauen. Und dann OG, oder? Das ist eine Spezialität von den Italiener, oder? Explosiv vorne anreissen und dann zurückgehen in OG. Und Nils hat schön darauf gewartet und hat wunderbar können übernehmen. Hey, aber genau den, die machen alle, oder? Der macht auch den 81, das ist... Das ist ein kompletter Headshot. Der Madaloni im 2000 Olympiasieger hätte perfektioniert gehabt, die Variante. Hey, und der zappelt wie ein Fisch, seht ihr das da unten? Ich meine, das ist der. Ich habe selten jemanden gesehen, der so da zappelt und versucht, der will da alles, oder? Ist ein cooler Fighter. Auch da am Boden, oder? Nochmal voll nachgegangen, in kontrolliert, das Ganze schön dicht gemacht und sehr wichtige Sieg eingefahren, oder? Gerade eben, wenn an einer EM jemanden schlägst, wo vorher noch nie geschlagen hast, das sind ganz wichtige Schritte auf dem Weg zu der Medaille. Ja. Hey, was geht da in so einem Kämpfer vor? Ich meine, jetzt bist du im Viertelfinale. Jetzt weißt du hast noch zwei Kämpfe. Denkst du schon darüber nach? Oder denkt Nils darüber nach? Ich glaube, oder was ich den Kämpfer immer mitgegeben habe, ist immer von Kampf zu Kampf denken. Oder? Als Trainer selber, für mich, habe ich natürlich schon immer kalkuliert und überlegt und das ganze Bild im Kopf durchspielen lassen. Aber die Athleten immer nur Schritt für Schritt. Und ich glaube schon, dass ein Athlet wie der Nils, er weiß, wo er steht im Wettkampf, aber er weiß, wer der nächste Gegner ist und ist dann so in einem Tunnelblick und weiß dann auch, wie er sich zu konzentrieren hat. Ich glaube nicht, dass er da jetzt irgendwelche Überlegungen macht, wo stehe ich, was kann alles passieren, weil auch einer wie der Nils, der wird gewinnen, oder? Also für ihn gibt es eigentlich nur den Sieg und er sucht jeden Kampf den Sieg. Von dem her hat sich jetzt nichts geändert nach dem Sieg. Okay. Hey, ich sehe gerade irgendwie, Sven, wir machen kurz einen Technik-Check. Ich glaube, das Internet, die Übertragung hängt, kann das sein? Bei mir funktioniert alles. Und du siehst auf Facebook auch alles gut laufen? Okay. Hey. Cool. Ja, irgendwie mit dem Ton, ich weiß nicht, ob das bei dir liegt oder allgemein. Bei mir funktioniert alles. Also, mein Ton höre ich selber im Livestream gut, aber deine ist wie abgehackt. Ja, das habe ich auch schon von irgendjemandem gehört, dass mein Ton abgehackt ist. Okay. Aber ist mein Internet heute. So stottern. Da muss man mehr sagen.
gebe mir Mühe. Rein, hörst du gut? Ich höre alles gut, ja. Sven, hörst du rein, bitte, hörst du gut? Warte schnell. Ja, Ran und ich, mich hörst glüssend, aber du bist so, ja, so stotternd. Das ist ja perfekt. Hast du mal irgendwas während den Kämpfen gesehen, wo du gesagt hast, Ran, hey, das hat er bei mir gelernt? Hey, nein, nichts Spezielles. Also ich meine, weißt du, als ein Athlet wie der Nils, der ist, muss man sich vorstellen, der ist wie ein Schwamm. Oder? Der ist schon als Kind in Judo-Trainings gegangen und hat von Trainer aufgezogen. Oder? Er hat vom Judo-Club Buster aufgezogen, er hat vom ZJV, von der Kader, er hat vom Trainingslager in Urnäsch aufgezogen. Er hat nachher bei mir aufgesagt, er hat in der Nationalmannschaft. Also da sind so viele Leute, die mit ihm ja auch zusammen geschafft haben. Und das ist eben das Schöne. Ich glaube, viele Trainer oder viele Wegbegleiter von Nils, die sehen dann vielleicht das kleine Puzzleteil jetzt in ihm, was sie ihm haben können mitgeben. Und eben das Schwamm, Nils hat immer aufgesagt, und hat aus dem, was er gelernt hat, hat er sein eigenständiges Judo etabliert. Was hat der Wort, dass sich in den letzten Jahren, Monaten am meisten verbessert? Wo sagst du, wo hat er jetzt nochmal einen Sprung gemacht, dass er auf so ein Niveau kommt? Ich meine, er hat jetzt vor einem Jahr schon geile Leute geschlagen, oder irgendwo war so ein Sprung. Was hat er gemacht? Ich glaube, das ist das schrittweise Anentasten, oder? Er hat eben schon vorher knappe Kämpfe gehabt. Und ich glaube, das ist so, du gehst wieder mit dem heim und der Nils ist dann, wo aus jedem Kampf etwas heim nimmt, oder? Und an dem umschafft. Also, es ist nicht so, ich habe verloren. Ja, weiss er, sondern er nimmt es mit, tut es für sich analysieren und weiss, an was er arbeiten muss. Und jetzt über die ganzen, würde ich sagen, die letzten 4 Jahre ist sicher, hat er nochmal in der Physis einen enormen Sprung gemacht. Also vom Wechsel von 66 auf 73 ist sicher am Anfang ist er noch zu leicht gewesen für einen Top 73er und jetzt ist er physisch-mässig einer von der Besten. Oder? Da ist er voll dabei mit den anderen und judo-technisch ist er sich auch immer am weiterentwickeln und vor allem sich am festigen mit dem, was er gut kann. Das sind Stärken und gleich auch, welche Fehler macht er nicht mehr? Er hat sicher einen besseren Überblick, habe ich das Gefühl. Er hat früher eher noch so Flüchtigkeitsfehler gemacht, vor allem in Situationen, wo er vielleicht zu fest unter Druck war. Wir sehen es dann noch im letzten Kampf, oder? Wenn die Leute plötzlich Nähe suchen, hat er irgendwie die Übersicht verloren und dann hat er plötzlich trotz Führung dann noch eine Niederlage eingefahren. Also dort die Ruhe bewahren, die Übersicht bewahren und versuchen eigentlich Sequenz von Sequenz heimbringen. Ich glaube, das ist schon etwas, wo er sich stark am Weiterentwickeln ist. Und ich glaube auch, seine Entwicklung ist also da noch nicht abgeschlossen. Oder? Wir sind da auf einem Weg, der weitergeht. Und diese Medaille ist eine wichtige Etappe in seinem Werdegang. Ja, er ist ja noch jung. Er ist vor einer Woche 24 geworden. Man hat noch all Zeit von der Welt, wenn du so anschaust. Ja, und gleichzeitig, weißt, wenn du da schaust, wie alt die anderen sind, die sind auch nicht viel älter, oder? Die sind, die sind alle so ein bisschen in seinem Alter, plus 2, minus 2, oder? Das ist so, Aber es ist richtig, oder? Er kann noch eine lange Karriere machen. Es ist nicht so, dass er am Ende von seiner Karriere, er ist jetzt eigentlich in der Blütezeit und die Blütezeit, die kann er sicher noch ein paar Jahre mitnehmen. Das ist so, ja. Ich habe ein bisschen dort mit dem Sergej verglichen. Der Sergej hat seine erste EM-Goldmedaille im Jahr 2000 geholt.
Und eben mit dem Jahrgang 75 war das schon mal Mitte 20 gewesen. Und das ist jetzt eben genau über die Zeit, wo der Nils jetzt drin ist. Genau. Und ab dann hat es dann richtig angefangen, von der Folge her. Ja, der, beim Nils ist sicher auch auffälliger. Er hat schon U20 EM-Medaille geholt, er hat schon U23 EM-Medaille geholt. Jetzt bei der Elite. Genau, also da hat er sich sicher etabliert. Und ich meine, weißt du, er hat ja das Potenzial für eine so eine Medaille, hat er schon länger aufgezeigt. Mhm. Oder? Also die Grand Slam Grand Prix Platzierungen, dort hat er ja auch immer schon gute Leute geschlagen. Meisterschaften sind dann halt immer noch etwas Spezielles. Oder? Das ist so, ja. EM, WM und Olympische Spiele nochmal eine andere Geschichte, aber dass man dort den Sack zumacht, das ist nochmal ein anderes Ding. Es ist ja mittlerweile die Weltspitze am Grand Slam, je nachdem wo, Paris ist nochmal etwas anderes als ein Grand Slam in Baku, aber es ist ja so, jetzt sind die Besten von der Welt. Genau. Nächster Kampf. Viertelfinale. Matthias, den trifft er regelmäßig. Wobei auch der Matthias, das ist so ein Tourenkämpfer, oder? Der ist an jedem Grand Slam ist der dabei. Der Matthias, der hat in den letzten vier EM dreimal Dritte gemacht und einer ist Europameister geworden. Also der ist Europameisterschaft Dauergast auf dem Podest gewesen in den letzten vier Jahren. Mit Nils hat er ein Head-to-Head. Jetzt ist es 3-3. Und sie haben sich also immer abgewechselt. Also, der Matthias hat vorgelegt mit 1-0. Nils hat ausgeglichen. Und ja, vielleicht zum Glück hat der Nils noch am Masters gegen ihn verloren, dass jetzt Ping-Pong wieder zurückgespielt worden ist. Da wieder hätte können gewinnen. Und wenn es so weiter würde, dann wäre ja nachher der Grand Slam Kasam vor der WM wieder umgekehrt. Ja, und dann an der WM wieder auf der richtigen Seite. Ich würde jetzt am Nils wünschen, dass er jetzt das Ping-Pong mit dem Sieg beenden kann. Ja, definitiv. Genau. Aber der Masters ist ein sehr eckliger Kämpfer, sehr unterdrückt. Man sieht zum Beispiel in diesen Szenen, er setzt Techniken an, wo man sich im Judo gar nicht gewöhnt ist. Es kommt jetzt mittlerweile nicht mehr so überraschend, weil man ihn auch schon erkennt, aber nach wie vor sehr ein unangenehmer Gegner und auch für den Nils ist immer so ein bisschen das Rotieren, wie er ihn nehmen muss. Oder? Bitte noch eine brenzlige Situation, wo es ein Vasari gibt, aber nachher nochmal aberkennt, wo so am Matthias sein Judo eigentlich so ein bisschen aufzeigt. Das ist das Dranbleiben und Überdrehen. Das ist wirklich sehr, sehr speziell. Wisst ihr gerade, wo das kommt? Oh ja, da kommt es gerade. Ja. Das ist sie, oder? Das ist was, ja, genau, das ist das Vasari. Und das war ja auch der Kippi, oder? Also, ja, wir haben jetzt Kamerasicht nicht da. Ich habe das Gefühl, der Nils hätte sich recht lange noch auf dem Ellenbogen können, so ein bisschen abstützen. Und es ist dann als Übergang in den Boden interpretiert worden, weil es der Unterbruch sozusagen von der Landung nach in Übergang zu lang war. Aber, also, ja, wenn man es oft so geschaut hat, hätte man es auch gut können gehen. Also, aber eben, ich glaube, wir haben jetzt die falsche Perspektive, um das abschliessend beurteilen. Tut mir leid, mein Fehler. Ja, Nils hat diesmal immer als erstes ein Shido kassiert, auch gegen Basile. Ein ganz blöden Shido, wo ich eigentlich dachte, Basile kriegt den und dann kriegt Nils den fürs Runterdrücken, oder? Ja, das ist so. Bin ich jetzt Shido für? Da weiß ich gar nicht einmal. Ist mir nicht einmal aufgefallen, dass er da einen Shido hat. Aber eben. Nicht Shido bekommen wegen Passivität. Ja. Da kommt er, ja, genau. Wahrscheinlich, weil eben der Matthias eine gute Serie hat. Aber es ist eigentlich gut, weil das ist dann der Start von Nils in der Offensive. Eigentlich
gibt ja der Kampfrichter auch eine Bestrafung, um eine Reaktion beim Kämpfer zu erzwingen, oder? Mhm. Von dem her, ja. Das war ein Überdreher am Boden. Da ist er beim Mass jetzt schon ein, zwei Mal reingelaufen. Oder du hast nicht richtig und dann dreht er dich auf den Boden über. Der Kampf geht noch. Noch eine Minute, wir gucken uns die komplett an. Jetzt kommt dann der Wurf. Kommt dann das Wasser rein, oder? Und da zwar umschlungen wird, aber konsequent nachher im Coaching dranbleibt, oder? Also Massias versucht nicht zu gehen, ein bisschen uranage Ansatz und Nils hat geschickt sein Bein platziert, ist konsequent dranbleiben und hat dann auch noch den Oberkörper sehr gut gedreht, um klar zu erkennen geben, hey, das ist mein Coaching-Gari, den ich da abschliesse. Oh, und wir gehen auf den Nippon. Ja, cool. Schön, auch so trage ich. Ich habe das Gefühl, der Massias hat dort noch eine kurze Zeit gemeint, er könne es blockieren. Hat ganz gestreckte Beine gemacht. Oder hat gemeint, das ist nicht so. Hat sicher den Angriff unterschätzt, weil nachher ist Post ab, ja. Warte, ich will mal zurück machen und dann mal Stopp. Es sieht ganz komisch aus, weiß nicht. Jetzt. Ja. Oder? Ich weiß nicht, ob er vielleicht versucht hat, ihn irgendwie in Uranage zu nehmen oder so, aber vielleicht Power von Nils unterschätzt in dem Moment. Genau, er hat. Wir wissen alle, Nils hat eine Kraft. Das ist also der linke Arm wird dort wahrscheinlich umschliessen, aber eben die Beine sind schon zusammen. Der Nils ist am Drucken, da ist nichts mehr zu holen. Absolut, ja. Von außen sieht es auch, hey, der Baum fällt jetzt. Der ist genau nur noch so fällender Baum. Und das ist dann noch cool, oder? Der setzt den Ozogari relativ hoch an, oder? Der geht in die Kniekehle da wirklich rein. Also da. Der ja, man sieht es ja nachher, das Knie knickt ja nachher im Wurf. Das ist nicht, ich sag mal, ein schöner, runder Wurf, wo er fliegt, sondern er knickt nachher ja ein mit dem Knie, dort, wo er den Druck drauf bekommt. Ja, und gell, das ist nicht irgendein Kämpfer, oder? Das ist das Welt Nummer 9, oder? Also ja. Da hat er einen Top 10. Man meint immer so, ja, ein Schwede vielleicht nicht so stark oder so, aber es gehört zu den 10 stärksten in der Kategorie. Den nächsten Kampf gucken wir uns auch an, oder? Rüsnibitzk, wie einer der grössten Gewichts. Ja, sicher. Ich schaue jeden Kampf um Nils an heute Abend. Das Halbfinale. Keine 12 Minuten, keine Angst, wir gucken es mal. Halbfinale da, Giacomo von Kosovo, das Welt Nummer 8. Also auch da ein Top-Athlet, den er hat. Mhm. Hast du einen anderen, oder? Jetzt bist du beim Israeli gegen Silioglu. Football gegen Silioglu. Ja, das kuriose zweite Halbfinale. Kuriose zweite Halbfinale. Ich würde fast sagen, ähnliche Flagge habe ich fast verwechselt da mit dem weißen Boden. Da eben hat es mit einem Gegner zu tun gehabt, den er vorher noch nie geschlagen hat. Oder wo er schon zweimal verloren hat, meistens klar verloren hat. Giacomo ist ein sehr physischer Gegner. Also unglaubliche Power, also wenn er zum Beispiel in den Vorkampf den Zink aus Deutschland abtischt hat, das hat unglaubliche Power in den Uchimata gebracht. Und er ist auch sehr ein taktischer Kämpfer, oder? Wir werden es auch sehen, er kann am Nils eigentlich in der ersten Minute kann er am Nils zwei Strafen anhängen, oder? Also das heisst eigentlich für den Nils, dass er 3 Minuten vom Kampf sich nichts mehr dürfen glauben, sonst hat er verloren. Mhm. Und die ersten 2 Minuten hat er nie wie kein Rezept gefunden, weil der andere extrem powered hat, vorwärts gegangen ist, immer einen Schritt schneller war mit dem Griff.
und ihn umgewirbelt hat, oder? Da kommen jetzt beide die Strafe über. Und kurz darauf ab, tut Giacomo ihn an den Rand stoßen. Das macht er, um eine Reaktion zu provozieren. Also er weiss, er muss festdrücken, dass entweder die Leute die Matte verlassen und es gibt eine Strafe, oder er zückt dann einen Hitzegurma raus, wo er sehr erfolgreich ist damit. Auf den Hitzegurma ist mir schon mal gefallen, ich glaube in Paris oder so. Mhm. Jetzt ist die Minute gekämpft und der Nils hat jetzt zwei Strafen. Ja, aber dann hat er aufgedreht. Die letzten zwei Minuten hat er dominiert. Genau. Oder je länger dass der Kampf gegangen ist und er hat auch mit zwei Strafen auf dem Tableau hat er sich nichts mehr können erlauben. Und dann hat er aber auch ein Rezept gefunden. Also er ist irgendwie in den Kampf reingekommen, hat da jetzt noch nicht, aber so ab Hälfte vom Kampf, oder hat es dann eigentlich gehabt. Und dann ist eigentlich der Nils dann hat Überhand genommen und hat dann auch Giacomo noch mal eine Strafe anhängen und ist dann eigentlich ausgeglichen ins Golden Score gegangen. Die ersten zwei Minuten war Vorteil Kosovo gewesen, und die zweite Hälfte hat es den Nils wieder können zurechtbügen und ausgleichen. Ab da, das ist so die Schlüsselposition gewesen, was dann gekehrt hat. Das ist unglaublich, oder wie? Da habe ich ganz kurz noch Angst bekommen. Da habe ich eben noch Angst bekommen, dass es vielleicht für Passivität dann die dritte Strafe kommt, aber ich bin eigentlich froh, dass der Kampfrichter Kampfler laufen lassen hat und das Wellen auskämpfen lassen hat. Ja, ist allgemein, der ganze Kampf ist aktiver geworden nach der ersten Minute. Mit dann die ersten Angriffe, oder? Da hat er das erste Mal eigentlich so richtig gut können platzieren. Zwei Hände, oder? Vorne ist er immer so ein bisschen mit einer Hand, da hat er jetzt zwei Hände und Kontrolle und dann kommen auch seine Angriffe, oder? Ja, nicht schön, aber wer hat es anders? Das ist ja der Grund, glaube ich, so, dass Giacomo nachher das Fido bekommen hat. Heute gucken wir uns mal einen Wurf gegen Nils an. Normalerweise gucken wir uns nur Würfe von Schweizern an. Ich mache da mal vor. Und ja. Na? Genau. Eben, wir sind im Golden Score. Wir wissen, der den nächsten Punkt gemacht ist im Finale und hat sicher eine Medaille. Es sind 20 Sekunden. Wir sind am Rand. Der Giacomo mit seiner Explosivität reißt einmal an und der Nils ist dort für eine Sekunde ist er einfach zu breitbeinig. Oder? Und dort hat nachher der Giacomo die Lücke gefunden, hat können auf die Knie und einen Seonage ansetzen. Aber das Entscheidende ist eigentlich das Anreissen vor der Aktion, wo der Nils kurz zu seiner Balance bringt. Ja, hey, da muss ich dann nochmal aufrappen, oder? Jetzt Halbfinale verloren. Du kämpfst gegen einen, der hat gerade gewonnen, oder? Der riecht wieder Morgenwind und du bist so aus deinen Finalträumen gerissen worden. Das ist fast eine schwere Position. Das ist wirklich so, oder? Gibt es Athleten, wo nicht mehr daraus rauskommen, wo wir dem in der Selbstzerfleischung bleiben und dem Verpassten nachtrauern. Und dann gibt es auch die Athleten, die wieder in den Riegel schieben können, sich fokussieren können und wissen, warum sie da sind. Mhm. Und der Nils hat das auch da heute hervorragend gelöst. Das hat ja viel mit mentaler Stärke zu tun. Ich glaube, auch das ist ein Punkt, wo der Nils einen extremen Fortschritt gemacht hat die letzten Jahre. Oder über die letzten Jahre. Ja, das ist eben, dass sie sich können aufs Wesentliche fokussieren oder können Schritt für Schritt denken, nicht im Moment agieren und nicht überlegen, was vorher wird sie und was in Zukunft wird sie und was vorher war. Ja, aber dieser verfluchte Seonage, also
Nils ist anfällig. Ich war früher auch selber anfällig. Manche fallen einfach auf Seonage, oder? Er macht nicht selber oft. Er ist kein Seonage-Werfer, aber was früher gegen Strickler, oder? Wenn er verloren hatte, hatten Seonage als Kind. Ja, was anderes habe ich in der Schweiz selten verlieren sehen. Ja, das ist, weißt du, wenn du ein junger Athlet bist und Position noch nicht so genau im Griff hast oder noch nicht weißt, wie das korrekt gegen einen tiefen Seonage agierst, dann nimmt es sie, oder? Aber das ist etwas, wo du lernst, dann mit dem umgehen, oder? Also ich glaube, es ist nicht etwas, wo ich glaube, dass eine spezielle Anfälligkeit war. Ich glaube es nur, dass einfach dass am Nils früher vielleicht wie noch nicht gerade mitgegeben worden ist, weil es nicht vielleicht auch Priorität gehabt hat, wie man jetzt einen tiefen Seonage verteidigt, sondern wir hätten wahrscheinlich den Fokus eher auf die eigenen Angriff gesetzt. Ja, cool, ja. Oder? Jetzt sitzt du da, dann sitzt du eine Stunde und wartest auf deinen Kampf um Platz 3. Was machst du da? Oder was macht der Trainer mit dir? Was hast du gemacht in so einer Situation? Also zuerst, also ich, wie es mir gegangen ist oder wie es einem Athlet gegangen ist. Beides, wie ging es dir? Hattest du die Hose voll? Nein, du fahrst, es ist eben, je nachdem wie viel Zeit dazwischen ist, versuchst du wirklich nochmal runterzufahren. Also du liegst nochmal an, du bist hinten dran in der Aufwärmzone, wo es eigentlich relativ ruhig ist. Wahrscheinlich hat er sich noch Kopfhörer rein da, seine Musik, die er zum sich fokussieren lässt. Und dann kommst du wieder in das Reaktivieren rein. Oder? Der Körper, der ist eigentlich schon bereit, aber du musst ihn dann gleich nochmal mit einer Vorbelastung, die kampfnöch ist, nochmal aufwecken, dass nicht der Schock nachher auf der Matte kommt. Das ist eigentlich, also du machst eigentlich wie nochmal ein, du repetierst eigentlich nochmal etwas, was du am Morgen schon zu Beginn vom Wettkampf gemacht hast, einfach nochmal ganz, ganz kurz auf den Finalblock hin. Und mit wem macht ihr jetzt das da? Mit dem Cyril oder mit dem Trainer selbst? Da weiß ich nicht, wer anhebt, ob der Alexei noch ins Judogi schlüpft, das ist sehr gut möglich. Oder mit dem Cyril. Ich vermute jetzt, dass er die Vorbereitung jetzt vor dem Wettkampf, also heute am Morgen, mit dem Cyril gemacht hat und jetzt wahrscheinlich auf den Finalblock das kurze Reaktivieren hat, wo mit dem Alex gemacht. Das ist dann auch als Coach so richtig schön, da kann man auch hier verschwitzt in Anzug rein, das Hemmli schön und dass man auch weiß, warum man den Anzug dann mitgenommen hat. Ich weiß auch nicht, ob der Cyril überhaupt die Tolle hat dürfen. Das weiß ich auch nicht, wie die genauen Auflagen sind bei Corona. Da bin ich wie ein Zweiter weg. Ja. Die aber Alexei macht das ja gerne. Ich habe das vor ein paar Jahren auch schon gesehen in Düsseldorf, dass er gerne mal noch anhebt. Ja, der Alexei ist sicher auch einer, der athletennöch ist, sich für nichts schade ist. Genau, also ich kenne ihn nur aus Zeiten, wo er das estonische Team begleitet hat. Ja. Aber dort hast du gesehen, das ist einer, der sehr nöch am Team ist und ein Coach, der sich um die Athleten kümmert. Ja. Cool. Hey, dann bleibt uns noch der Kampf um Platz 3. Immer spezielle Atmosphäre, ich meine auf dem Level, das ist unglaublich, was da für eine Show abgezogen wird inzwischen. Das ist, selbst wenn das Stadion nicht voll ist. Aber eben nochmal Italien, Desposito, sie sind eigentlich ebenwürdig, also sie haben sich schon in den Junioren sind sie Gegner gewesen, sie sind jetzt auch schon eben bei der Elite Gegner gewesen. Es ist 2-1 zugunsten vom Esposito gestanden.
Nils ist Weltrangliste 27, Esposito ist Weltrangliste 28, sie sind praktisch gleich alt, also offener Kampf gewesen. Wir müssen dich öfter einladen, du bist eine Datenbank. Du hast den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als dich vorzubereiten, aber das ist, ach, ich liebe es. Danke, danke, danke. Ich meine, Esposito, das ist so eine jude Familie, der Bruder hat ja, der kämpft in 81. Genau, und also das sind auch Leute, die eben schon im Nachwuchs, also der Esposito ist Jugend-Weltmeister gewesen, also die sind schon lange dabei und auch wenn sie bei der Elite noch nicht so lange dabei sind, die nehmen gleich schon das ganze Paket von Grossanlasserfahrung mit, oder? Das ist schon so. Wobei eben der Esposito ist letztes Jahr im 2020 an der EM ist das der Startkampf von Nils gewesen. Und dann hat er eigentlich das erste Mal gegen Esposito gewonnen. Und seither haben sie sich nicht mehr getroffen und das ist jetzt der zweite. Mhm. Der ist eklig, oder? Der hat auch unkonventionelle Techniken. Und der ist so agil, der reagiert gut. Das ist auch einer, der die ganze Zeit am Wirbeln ist, oder? Er ist viel kleine Kumikata-Bewegung, immer versuchen, ein bisschen aus dem Gleichgewicht zu bringen und dann anzugreifen. Und ich glaube, da hat eben der Nils den Schritt gemacht, sich von so Sachen nicht mehr zu beirren lassen oder eben auch schneller im Griff zu sein, oder? Ja, ich meine, da hat er von Anfang an das Kumikata kontrolliert, steigt ein mit seinem Osotogari und drückt nochmal so nachher, dass das Wasser auf sicher ist, oder? Und jetzt macht mir echt Probleme im Training. Ich halte den Kampf mal ganz kurz an. Ja, nicht nur dir. Ja, auf einer ganz anderen Ebene, weil ich versuche bei den Kindern im Judo, wenn die so mit 6, 7, 8 starten, auf keinen Fall als erstes Osotogari beizubringen, oder? Das ist zwar der einfachste, aber als Kind 50-50 fällst du oder gewinnst du, oder? Und es verlieren halt sehr, sehr viele. Darum sage ich als erstes Elefantenwurf, Ogoshi, dann hast du fast schon Verteidigung, weil die anderen nicht gut kontern können, oder? Und du stehst, wenn du davor stehst, hast du greifst an und verteidigst gleichzeitig. Und alle kommen dann, ja, aber der Nils, der macht Osotogari und dann, ja. Ja, Osotogari ist ist gleich, ist eine Basistechnik, wo der Nils aber auch sehr für seine Art oder seine Signatur dem Wurf gegeben hat. Wenn man da auch genau schaut, oder, was spannend ist, es kommt nicht direkt Osotto, sondern es kommt eigentlich zuerst noch ein Sasai. Oder? Also es gibt eine kleine Störung, wo er zuerst Sasai gibt, also er macht einen Seitenwechsel, oder? Sasai, und jetzt kommt er dann, oder? Das ist brutal, oder? Der hat den Arm im Griff, der zieht da durch. Das ist keine Chance, sich abzustützen. Da gibt es einen Moment, dann nachher, wo jetzt der Esposito dann wieder auftritt und die Nähe sucht, also er wird seine rechte Hand schön am Rücken oder an die Seiten angehen. Und dann. Vielleicht ist er noch da, ja, oder? Und das ist so eine Szene, wo er jetzt da eben die Übersicht behaltet. Und jetzt kommt dann auch noch der Sasai, der zum Sieg führt. Und das ist wunderbar. Und ich glaube, das ist genau das, wo er stärker geworden ist. Oder? Früher wäre er vielleicht in dieser Situation nervös geworden. Ah, da kommt einer nach. Macht dann vielleicht eben eine Bewegung, die er nicht sollte, und der andere kommt dann, kann er nicht überdrücken. Und da ist er ruhig geblieben, über sich behalten und sogar noch einen draufgesetzt. Oder? Und wunderbar ausgeführt. Warte mal, sieht man das jetzt hier? Nee. Der Jubel mit dem Alexei. Ja, auf der SJV-Seite, also ich muss mal ein ganz fettes Kompliment an der SJV machen, wie die die Kämpfe nachführen, oder? Was der Bena dafür für einen Job macht. Du hast irgendwie 5 Minuten später auf der SJV-Facebook-Seite
diese Zusammenschnitte, das ist der Hammer. Ich meine, ich teile das einfach nur noch. Also Bena, hey, sag stark, das ist ein geiler Job, was du da machst. Ich suche gerade das, oder? Von dem lebt das, oder? Von den Bildern, von schnell präsent haben. Und der Bernhard ist ein Judo-Fan, oder? Der selber Erfahrung auf der Matte gehabt, jetzt das will auch mitteilen der Welt, dass da erfolgreich gekämpft wird. Das macht das sehr gut, ja. Wahrscheinlich findest du es am schnellsten, Robert, auf der Facebook-Seite vom SFV. Ja, ich finde es. Mein Internet ist heute irgendwas. Ist da immer irgendwas nicht perfekt und heute ist die Internetverbindung. Von daher, alle melden schon, mein Ton ist nicht gut. Aber hey. Obwohl du das beste Mikrofon hast. Es sieht gut aus. Professionell wie im Radiostudio. Das ist der Beweis. Alles, was gut aussieht, ist auch nicht immer gut. Hey, ihr seht beide fantastisch aus. Okay. hier ist das Video vom SFV, oder? Haben wir gesehen? Er feiert. Und ja, ich will den Abgang zeigen. Der Bena hat das bis zum Ende gezeigt. Ich glaube, das ist ein schönes Ende. Ja, das ist natürlich auch für den Trainer ein schöner und emotionaler Moment. Man steigt da in den Tag und kämpft sich von Kampf zu Kampf weiter und fiebert da mit, oder? Und das ist auch, also auf dem Trainer ist natürlich auch eine Last zum Performen, oder? Und die Last geht dann auch ab und es ist ja schön, dass man das auch sieht, dass sich Athlet und Trainer gut verstehen und so einen Moment auch zusammen geniessen können. Das ist jetzt. Ja. Eine Sache, die ich gesehen habe, die mir aufgefallen ist bei der EM, der Handschlag nach dem Kampf ist zurück, wird nicht mehr unterbrochen. Ja, ich meine, das ist so ein Nonsens-Ding gewesen. Also da hat man irgendwie der Schweiß leckt vom anderen, der Schweiß vom Hals ab, irgendwie am Boden und nachher willst du es plötzlich am Ende vom Kampf total steril haben. Das passt wie nicht zusammen. Ja. Ich finde nachher, wenn der Kampf fertig ist, dass man da mit der Maske, da ist ja auch noch diskutiert worden, sollen wir jetzt da mit der Maske auf das Podium, aber dort ist wieder anders, oder dort hast du auch wieder einen näheren Kontakt zu außerhalb von deiner Gegnerschaft oder Kampf. Mhm. Also dort übergibt jemand die Medaille, dass man dort wieder versucht, die Regeln, die wir jetzt halt haben, beizubehalten und auch ein Zeichen setzen, dass man versucht, Sport zu betreiben, aber in einem Rahmen, wo es halt jetzt geht, das ist sicher richtig. Ja, und ich meine, sie sind ja in einer Bubble, sie müssen ja schon getestet anreisen und sobald sie ankommen, sitzen sie am Hotel, bis sie Test wissen und dann... Und nichtsdestotrotz hat es auch in dieser Bubble E-Sport-Events immer wieder Leider. Also wir hatten ja vor Georgien vor dem Grand Slam hat es ein Trainingslager gegeben, wo Franzosen und die Deutschen, das ganze Team, haben müssen zurückziehen wegen Corona-Fällen. Aber du hast auch an der Leichtathletik Halle EM im Nachgang 50 Athleten gehabt, wo sich infiziert haben. Also trotz diesen Bubbles hast du immer noch Ausbrüche, aber man versucht sicher alles zu machen, dass man das so gut wie möglich im Griff hat. Wie ist das jetzt für Cyril? Sowas motiviert unglaublich. Also mich würde das unglaublich motivieren und einen positiven Einstieg in den Tag geben. Ja, absolut. Also ich glaube, Cyril wird sicher da hungrig an den Start gehen. Ich meine, es sind bis jetzt 3 von 4 Schweizer am Start gewesen.
3 sind in der Top 7, also, und eben eine davon ist eine Medaille. Also so gut ist man schon lange nicht mehr als Gesamtteam, wenn überhaupt, in eine EM gestartet. Sven, du weißt das ganz genau, was die erste Medaille seit? 2018. Evelyn Bronze geholt hat. Genau. Ja. 17, 18 ist Evelyn gewesen, und, aber sie hat jetzt doch 6 Jahre gebraucht, bis der erste Mal wieder eine Medaille macht. Also ja. Die letzte Medaille war der Ludovic Chamartin 2015. Genau. Ja. Aber es ist schon so, also der Nils ist jetzt in eine erlauchte Gesellschaft von EM-Medaillengewinner eingetreten, wo es jetzt im aktiven Elitebereich noch nicht die Masse gibt, oder? Also es ist immer wieder ein spezieller Moment, wenn ein Schweizer so eine Top-Leistung bringt, und hoffen wir, dass es auch so weitergeht. Das ist super, dass jetzt so Schlag auf Schlag diese Top-Events kommen, oder? Wenn du jetzt drin bist, gesund bleibst, ich meine, die zweite EM, die letzte war im Oktober, oder? November, irgendwann, das reingebuttert. Jetzt ein Grand Slam noch, Kazan, dann WM und dann hoffentlich Olympia-Punkte hat er ja ein paar gesammelt. Genau, wahrscheinlich wird es, ich bin jetzt nicht ganz sattelfest, aber ich glaube, das zusätzliche Resultat ist entweder Masters oder Kontinentalmeisterschaft, dort, wo am meisten Punkte hat, dort wird er jetzt können verbessern. Aber ich glaube, es wird ihn in der Position, wo er sich jetzt befindet, nicht ein extremer Schritt nach vorne sein. Aber immer noch unter den Qualifizierten. Er hat brutal wenig Punkte. Also so Grand Slams. Dieses Jahr so viele Grand Slams, und die geben einfach 50% mehr Punkte. Ja, das ist natürlich jetzt. Also, das Problem ist, oder, dass wir die Kontinentalmeisterschaften, wenn man eine Kontinentalmeisterschaft in Europa muss bestreiten, ist man eh schon ein bisschen im Nachteil, weil einfach die Qualität in Europa oder auch die Masse von guten Athleten ist, oder die Dichte von guten Athleten ist viel grösser, als wenn man so Ozeanen- oder Afrikameisterschaften nimmt, oder wo sicher auch ein sehr gutes Niveau hat, aber nicht zu vergleichen ist mit der Europameisterschaft. Und dort ist nachher ins Olympia-Ranking ist es natürlich nicht ganz gleich. Oder? Dort ist man sozusagen ein bisschen im... Ja, eben ist, wie gesagt, die Klasse von der Europameisterschaft wird nicht in den Punkt wiedergegeben, wie sie eigentlich sollte. Aber das ist ein Teil vom Spiel, jeder weiß das, und das gehört auch zum olympischen Gedanken, dass wir da möglichst auch eine breite Vertretung dabei wollen haben. Hey, aber es ist Prestige, oder? Ich meine, da kannst du noch Grand Slam gewinnen, die Medaille, die trägst du dann mit. Also, das ist genau, das ist ja eben noch das Härte, oder? Eben so ein Grand Slam Titel oder ein Vize-Grand Slam ist dann schlussendlich, an den mögen sich die wenigsten dann erinnern. Oder? Man mag sich noch an grosse Titel oder Meisterschaftsmedaille erinnern, und da hat sich jetzt den Nils können sozusagen verewigen. Das ist auch so, oder? Beim Federer, der hat schon so viele Grand Slam-Siege, ist gar nichts mehr Besonderes, aber der Nils hat jetzt eine EM-Medaille, das hat der Federer noch nicht. Ja. Ja. Sehr gut. Das ist so. Perfekt. Ich würde sagen, hey, so ein cooler Abend. Wir versuchen den Nils bei uns im Podcast zu bringen. Unbedingt live zu schalten. Morgen haben wir den Lucky Witwer bei uns und lassen die ganze Woche nochmal Revue passieren und können hoffentlich nochmal ganz viele Schweizer Siege sehen. Luki ist da selber demnächst auch wieder im Einsatz. Ich glaube, dem geht es schon wieder besser. Ich glaube, der ist im Europacup, ist er dabei. Und ja,
Open in Zagreb. Oder? Ich glaube, ich habe auch mal Aufgebot gesehen. Aber ja. Wir fragen ihn morgen. Dann, mega cool, dass du heute dabei warst. Wir feiern die Hintergründe unserer Gäste. Du siehst dich ja Partybeleuchtung an. Wir hoffen, dass du irgendwann mal wieder Zeit für uns hast. Wir würden dich gerne mal wieder einladen. Und, sehr gerne. Es hat mega Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Hey, danke allen, die uns schreiben. Wir kriegen so viele, also wir kriegen nicht so viele Zuschriften, aber wir kriegen Zuschriften. Und das überrascht uns. Oder? Das ist eigentlich ist das ein Fun-Projekt. Vom Sven und mir, wir haben einfach das Zeug gefunden, wir wollten das mal probieren und jetzt nimmt es Züge an mit ungeahnten Höhen und vielen Dank für euer Feedback. Liked uns irgendwo, abonniert unseren Kanal, das hilft immer. Entdeckt auch Neuigkeiten, wann wir wieder live sind. Manchmal gehen wir live, ohne es vorher anzukündigen, das sind fast die lustigsten Folgen zwischendurch. Da muss man auf Facebook bei uns abonniert sein, dann poppt das plötzlich auf, dass da zwei Nasen mit irgendeinem Mist mal wieder online sind. Und sonst regelmäßig am Sonntagabend. Late Night Talk um 10. Ich habe genau. Fertig. Flasche leer. Glas leer. Stimmt. Ja. Auch von mir, Ram, danke vielmals. Schönen Abend gewesen. Viel Fachwissen, viel Hintergrundwissen. Merci. Again. Danke euch. Hey, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.